Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und zusiehst und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuschauen. Heute geht es um ein wirklich richtig interessantes Thema, was mir immer und immer wieder in meiner Praxis begegnet. Und zwar, hey Cynthia, wie nehmen uns denn eigentlich die Vorausgegangenen, also die Verstorbenen, die Toten, wie nehmen die uns denn wahr? Ich nehme die Vorausgegangenen wahr oftmals als Energie. Also ich spüre die Energie einer Seele. Ich spüre, dass eine Seele anwesend ist. Manchmal zeigen sie sich mir auch. Manchmal ist es so, wie wenn ich durch Milchglas gucke. Manchmal wie im Nebel. Manchmal kriege ich auch das Gesicht nur zu sehen. Wie sie uns wahrnehmen, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Weil ich war ja noch nicht tot, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ich bin mir sicher, dass ich schon einige Inkarnationen hinter mir habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das im geistigen Reich war, bewusst jetzt mit meinem Bewusstsein. Aber wisst ihr was? Für mich spielt es auch gar keine Rolle, wie die Vorausgegangenen uns wahrnehmen, sondern für mich spielt es eine Rolle, dass sie uns wahrnehmen. Und dass das so ist, dafür bekomme ich tagtäglich zig Beweise in meinen Jenseitskontakten. Denn die Vorausgegangenen wissen ganz genau, was bei uns los ist. Sie wissen ganz genau, was bei uns los ist. Sie sprechen oftmals von Veränderungen. Das letzte Mal hat mir jemand im Kontakt gesagt, ein Vorausgegangener, mit dem Abfluss im Badezimmer stimmt etwas nicht. Jetzt war bei der Dame, die da gesessen hat, nichts mit dem Abfluss verkehrt, also alles war in Ordnung. Aber bei ihrem Freund war der Abfluss nicht in Ordnung im Badezimmer. Das sind Kleinigkeiten, aber sie zeigen, dass der Liebste bei uns ist oder die liebste Person bei uns ist, weil sie das wahrnehmen. Woher soll ich das wissen? Oder es wurde was durchgegeben und zwar, ja, sage ich kriege immer etwas von einem Auto. Ein Auto, ein Opel. Hat der Opa ein Opel gefahren? Warum sagt er mir immer etwas über ein Auto und über einen Opel? Und das sagte die Dame, ich habe mich vor kurzem mit der Enkeltochter, also mit ihrer Tochter, mit der Enkeltochter vom Großvater, unterhalten über einen Opel. Ja, wenn das mal kein Beweis ist, dass sie uns wahrnehmen und bei uns sind mit ihrer Aufmerksamkeit und mit ihrer Energie, dann weiß ich es auch nicht mehr. Oder es wird mitgeteilt, was jemand im Sarg getragen hat, was er anhatte. Wie sollte ich das wissen, wenn nicht von dem Vorausgegangenen selbst. Für mich spielt es keine Rolle, wie die Vorausgegangenen uns wahrnehmen. Nochmal, für mich spielt es eine Rolle, dass sie uns wahrnehmen. Was mir allerdings die Vorausgegangenen schon oftmals erzählt haben, ist, dass sie nun die Seelen sehen, die Seelenlichter. Die hell leuchtende Seelen ihrer Liebsten, ihrer lieben Frau, ihrer lieben Tochter, ihrer lieben Mama, ihres lieben Papas, wenn es Kinder sind, die in die geistige Welt gegangen sind, bevor ihre Zeit, ja, man sagt ja eigentlich immer, sollten nicht die Kinder vor ihren Eltern vorausgehen. Das ist schlimm, wenn ein Elternteil oder wenn Eltern ihre Kinder verlieren. Das ist nicht in unserem Ablauf so geplant. Ja, eigentlich sollten ja die Eltern zuerst gehen. Aber dennoch passiert es halt jeden Tag, leider. Und es tut mir wirklich für jeden Vater, für jede Mutter leid, wenn sie ihr Kind verliert. Es ist immer schwer, wenn ein geliebter Mensch geht. Immer. Weil die Körperlichkeit ja fehlt. Weil sie nicht mehr da ist. Aber ihr müsst, ich sag zu viel aber. Aber es ist wirklich so. Fangt einmal an, ein bisschen umzudenken. Und zwar dahingehend, dass ein Körper nicht ohne Bewusstsein sein kann oder ohne Geist, aber ein Geist oder ein Bewusstsein, eine Seele sehr wohl ohne den Körper. Und unsere lieben Vorausgegangenen sehen dieses helle Seelenlicht, denn unser Körper ist vergänglich. Außer wir konservieren unseren Körper, wie die alten Ägypter, die aber auch an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben und ihren Körper deswegen einfach so, ja, im ganzen Zustand lassen wollten, damit sie auch im Jenseits genauso sind wie im Diesseits. Ja, da kann man natürlich den Körper konservieren oder es gibt auch welche, die stellen ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung. Aber die Hülle vergeht irgendwann. So ist es. Und übrig bleibt unsere Seele, unser Bewusstsein. Und das existiert ewiglich, denn der
längste zurückliegende Kontakt, den ich mit einer vorausgegangenen Seele hatte, war 1849. Also diese Seele ist 1849 vorausgegangen. Und ihr Bewusstsein war immer noch da. Wie schön! Wie schön, dass wir wissen, dass wir weiter existieren und dass wir unsere Liebsten auch wieder wahrnehmen. Dass wir, ja, wenn wir gehen, nicht einfach verschwinden und sie nicht mehr sehen können und wahrnehmen können, sondern wenn wir vorausgehen, können wir unsere Liebsten besuchen, können wir zu ihnen gehen. Und das erzählen ja auch wieder viele, die Erfahrungen mit, ja, Vorausgegangenen machen. Es gibt ganz viele, die Nachtodkontakte hatten mit ihren Liebsten, weil sie sich gezeigt haben durch Lichtphänomene zum Beispiel. Oder dass man auf einmal das Parfum gerochen hat von der lieben Person. Oder es hat so gerochen, wie wenn die Oma immer gebacken hat, also war die Oma gerade da. Sie zeigen sich, sie sind da und sie nehmen uns wahr. Nur wie sie uns genau wahrnehmen, das kann ich euch nicht beantworten, aber dass sie uns wahrnehmen, das kann ich euch zu 100% sagen. Denn tagtäglich in meinen Jenseitskontakten bekomme ich wunderbare Beweise dazu geliefert. Manchmal ist es sogar, dass ein Mann, der normalerweise, sage ich mal, nicht so aufmerksam war, ja, auf einmal wirklich sehr aufmerksam ist, was seine Frau betrifft. Vorher konnte sich die Frau hinstellen und sagen, und Schatz, was ist? Fällt dir was auf? Oh, hast du eine neue Bluse? Oh nee, ich war beim Friseur. Siehst du das denn nicht? Und vorausgegangene Männer sagen dann, hey, du trägst dein Haar anders als zu der Zeit, als ich gelebt habe. Und sie sind aufmerksam und sehen das. Sie sind vielleicht sogar aufmerksamer, als sie das zu Lebzeiten waren, wo es ihnen nie aufgefallen ist, wenn die Frau beim Friseur war. Auch das sind schöne Details in einem Jenseitskontakt. Und die Dame sagt dann, ja, meine Haare trage ich wirklich anders, als er gelebt hat. Und er nimmt es wahr. Sie nehmen wahr, wenn es uns nicht gut geht. Ich habe ganz oft, dass in den Kontakten durchkommt, bitte schau nach dir, mit deinem Blut stimmt irgendwas nicht zum Beispiel. Und dann geht jemand zum Arzt und man stellt fest, es gibt einen Mangel. Oder sie sagen, Person XY geht es nicht gut. Und es ist wirklich so. Oder sie sagen, ich mache mir Gedanken, weil der müsste mal zum Arzt gehen und der geht nicht. Und es ist so. Also zeigt das doch ganz klar, dass sie bei uns und mit uns sind. Dass sie weiterhin an unserem Leben teilnehmen. Dass sie weiter nach uns schauen. Und ich finde, das ist wunderschön zu wissen, dass unsere Liebsten uns nicht verlassen haben. Und das haben sie nicht. Das haben sie nicht. Sie sind immer noch da, nur in einer anderen Form, in einer Energieform, in einer anderen Schwingungsfrequenz. Und jeder, der einmal selbst erleben möchte, dass die Liebsten da sind, kann in Kommunikation mit ihnen gehen. Wer könnte denn besser in Kommunikation mit den Liebsten treten als ihr selbst? Ihr habt die beste Voraussetzung, ihr habt die Herzverbindung, die Seelenverbindung zu euren Liebsten. Ihr könnt natürlich auch über ein Medium Kontakt aufnehmen und ganz viele Beweise dafür erhalten, dass eure Liebsten nach wie vor da sind. Vielleicht braucht ihr das auch gerade, dass ihr einen Kontakt bei einem Medium bucht, um wirklich so das letzte i-Tüpfelchen zu haben. Vielleicht glaubt ihr schon wirklich daran, dass sie nicht weg sind, aber ihr wollt noch so ein i-Tüpfelchen und wollt wirklich vielleicht noch, ja, hören von einem fremden Menschen, dass die Liebsten da sind, indem sie euch Beweise zeigen. Ihr könnt gerne bei mir in Kontakt buchen, ich freue mich sehr. Ihr habt die Möglichkeit, bei mir auf meiner Seite bei Facebook über 250 Feedbacks zu lesen, von denen ja erzählt wird oder beziehungsweise haben dort Klienten von ihren Erlebnissen in den Jenseitskontakten erzählt. Schaut es euch an, vielleicht ist das ja auch etwas für euch. Bleibt aber immer offen in euren Erwartungen. Setzt nicht eure Liebsten unter Druck, denn das Medium ist nur der Kanal. Es gibt weiter und ein Medium hat keinen Einfluss darauf, was kommt oder was nicht kommt. Nehmt das an, ja, in Liebe, was euch die geistige Welt mitteilen will. Bei einem guten Jenseitskontakt, bei einem guten Medium, wird es immer Beweise geben, an denen ihr erkennen könnt, ja, es ist die geliebte vorausgegangene Person. Aber eine offene Haltung,
sodass die Energien frei fließen können, ist immer die beste Voraussetzung für einen wunderschönen Kontakt. Denn schlussendlich setzt ihr den lieben Vorausgegangenen unter Druck, weil ihr sagt, das muss kommen im Kontakt, das muss kommen im Kontakt und jenes möchte ich wissen und dann weiß ich das erst. Und der Vorausgegangene muss das ja bringen. Ich als Medium bin nur der Kanal. Und vielleicht kommt etwas ganz anderes an Beweisen, mit dem du gar nicht gerechnet hast, als das, was du dir im Kopf zurechtgelegt hast. Also, immer offen bleiben, ihr Lieben. Und die Liebsten sind da und sie nehmen uns wahr. Das ist für mich ganz klar. Das hat sich sogar gereimt. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen in dieses Thema, ja, Licht hineinbringen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, abonniert meine Seite, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts Wichtiges mehr, kein wichtiges Themenvideo mehr von mir. Kein wichtiges Themenvideo mehr von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf ein nächstes Themenvideo. Vielleicht sehen wir uns ja auch gleich wieder in einem anderen Video. Habt eine gute Zeit. Herzlichst, eure Cynthia.